Ja, verarscht mich nicht, Alter, für den kleinen Pilz, ey. Ja, hallöchen, herzlich willkommen zurück bei The Milky Let's Play. Hier zurück bei, ich sagte schon zurück einmal in dem Satz, das klingt jetzt dämlich, bei Far Cry 3. Bei Doktor, egal. Nicht naschen, Jason, oder? Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die Lila aussehen dann die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar, ehrlich. Oh, nicht die Gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die Mischung stimmt noch nicht ganz. Wir beobachten gerade einen sehr seriösen Mann. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Lage. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Pedo. Hier. Willst du wirklich zu diesem pädophil unseriösen Mann ins Haus gehen, Jason? Egal, nicht mein Arsch, der dafür drauf geht. Jasons. Nicht, dass Jason virtuell ist oder so. Ey, Alter, sowas von Pedo. Missbraucht, vergewaltigt. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Deine Mutter? Upasbäume. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Dr. Koffer. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Ja, wir haben es mal wieder mit einem pädophilen alten Mann zu tun. Ja doch, ganz der Red Dead Redemption Manier. Sollen wir jetzt irgendwo ungenaue Ziele suchen, die garantiert eh nicht existieren. Halt dich mal bitte, Jason, brech dir nochmal die Hand. Super. Boah, gerade gehustet. Richtig nicht lecker. Aber muss ja. Ach, erstmal die Pflanze messern. So, wollen wir das mal einsammeln. Was können wir herstellen? Jagdinstinkt. Der bietet mir gerade komplett viele Herstellungen an, aber ich habe nicht sehr viel Material und deswegen ist es jetzt ein bisschen trist. Trüb, egal. Jetzt gleich habe ich aber Material. Habe ich es erwischt? Ah, Bingo, da haben wir es ja. Bam! Direkt eine neue Brieftasche gesichert. Ist doch nicht im Westen. Das ist ein Fuck, das bleibt noch irgendwie beim 300. Mal da, ey. Ja. Hier ist eine Kiste, wo? Sag mal, greift mich das Scheißteil etwa an? Was für ein Scheißtier. Was für ein Scheißtier. Erstmal direkt 30 Mal nachmessern, das hilft immer. Kiste plündern und weiter geht's.
Eine Mini-Taschenlampe. Damit können wir in die Mini-Hülle gehen und Cine-Minis essen. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Hülle unter Wasser liegt. Salto, glaube ich, schaffen wir nicht, aber Kopfsprung. Oh, nein! Alter, ich dachte, wir springen schon wieder auf irgendwelche scheiß Klippen, ey. Ja, ich habe schon wieder geschrien und das wollte ich mir verkneifen während dieses Let's Plays hier. Ja doch, ich glaube, Jason braucht Luft. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. In der Tat, er ist krank, aber was er tut, nö. Todessprung. Giovanimo! Yeah! Also ich finde, in der Höhle kann man nochmal wunderbar sehen, dass sich Ubisoft mal richtig Mühe gemacht hat mit Far Cry 3. Kein hässliches Call of Duty Röhrensystem, richtig schöne Open World Landschaften. Und auch die Texturen gefallen mir sehr. Oh je. Das war überhaupt nicht gut. Oh ne, ne. Kinders, jetzt sind wir wieder wahrscheinlich am Anfang oder so. Oh, kein Bock, ey. Nochmal von vorne. Da wir natürlich neben der Pflanze herlaufen mussten. Ja. Mich wundert es auch ein bisschen, dass Jason so als Milchbubi das alles schon von Anfang an so drauf hat, hier die scheiß Teile hochzuklettern und ja, Jason Brody im Dschungel zu sein. Ist das nicht gut oder gut? Alter. Alter. Wie geil. Ey, ich will auch solche Pilze in meinem Garten. Nur in grün, bitte. Alter, sind die Pilze abgefuckt, ey. Ich persönlich mag ja die roten. Du bist wach. Oh yeah. Vielleicht nicht ganz. Sag mal, gehen wir gerade eine steile Wand hoch, oder was? Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Vogel. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Yay. Ich glaube, Jason kommt sowas von bekifft zurück nach Hause. Bis an sein Lebensende ist er bekifft, ich sag's euch jetzt. Ich dachte, wir könnten die Erwachsenen drüber reden. Ficken? Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Schleimer. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab Dad versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Gebrochen. Riley ist ein Ich glaube, wir müssen in die Hütte rein, aber das ist auch nur eine Vermutung. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Ey, was soll denn der Abfuck ohne Scheiße? Ohne Spaß, ey, wenn sich das jetzt nochmal 20 Mal wiederholt, da habe ich auch keine Lust mehr. Aber es sieht schon relativ sehr abgefuckt aus. Hallo? Alter, wie geil ist das denn mal, ey? Wovor hast du denn Angst? Wie geil. Du bist ein echtes Naturtalent. Ich glaube, das mache ich mir als Wallpaper. Nice. Glaubt, da sind die Pilze, die wir suchen. Das war sowas von klar. Wir haben die Pilze also natürlich nicht gefunden. Da ist einer. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wisst ihr eigentlich, wie ich mich gerade erschreckt habe? Wir haben die Pilze nicht gefunden, aber jetzt. Ja, verarscht mich nicht, Alter, für den kleinen Pilz, ey. Jetzt auch direkt das ganze Ding mitnehmen können. Finde die Pilze. Yay. Alter, das nenne ich mal ein dickes Kanonenrohr. Wie lange war ich da unten? Ho. Krieg ich den Vogel? Ach, zu weit. Mit Schrot nicht.
Ah, schon weg ist er. In Red Dead Redemption kriegst du noch 100 Meter weiter. Das ist richtig nice. Ach ja. Wollen wir mal hochklettern? Auch mal interessant wäre, wenn einfach mal so ein Ast wegbrechen würde, wenn Jason gerade drauf wäre. Also nicht so, weil ich ihn tot sehen, sondern einfach so aus random. Zurück zum Pedo, Checkpoint erreicht. Wollen wir mal das Blatt einsammeln. Craften wir uns mal eben hier, nein, auf Start. Unsere neue Brieftasche oder was auch immer. Yeah! Schade, ich habe kein Schweinsleder. Aber Wildschwein. Jetzt habe ich einen Munitionsbeutel. Jetzt geht da direkt mehr mit. So, da wären wir schon mal. Schon in Anführungszeichen. Ach, da rein. Da ist ja unser Freund. Oh, Jason, was oh, für eine Penner. Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Ja. Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Wenn man das Medizin nennen kann. Los, sehen Sie nachher. Also, ich weiß nicht, Milkis, der Typ ist mal sowas von strange. Ich, das ist so einer von der Sorte, der läuft mir über den Weg, aber... Nee, grüßen tue ich den nicht. Ja, der hat einen eigenen Waffenschrankladen in seiner Hut. Ja, warum nicht? Es dir. Oh, vergewaltigt. Du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt mich ein Freak. Nicht. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Diese Musik, ey. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Hart. Tut mir leid, ich bin fast 16, aber ich lache immer noch über so eine random Scheiße, ey. Zed is dead, baby. Nein. Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Mein Tatao, bitch. Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Du Luder. Kann wir reden? Aber natürlich. Aber erst ein Pilz. Ich komme aus Köln, Leute. Zu geil, ey. Erst ein Pilz, ey. Aber vier meiner Freunde Pilze. Und mein kleiner Bruder fehlen noch. So ein Flachwitz. Vor allem, wenn du jetzt aus Bayern kommst oder so, ne, dann wirst du es überhaupt nicht verstehen. Ein Pilz ist ein Bier bei uns. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Hier kann ich nichts abschlagen. Alter, was ist das denn für ein Freak, ey?
Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ja, sehe ich genauso. Ich komme klar. Pedo-Bonus. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Können wir zurück? Nein, natürlich nicht. Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin, ja, ihr geht's gut. Wunderbar. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Zauberpilze. Gibt es irgendwas, coole das Trophäe. Mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Sag mal, oh, das ist schlecht. Das ist schlecht, Mickey, das ist schlecht. Ja, der Ruf der Medusa. Wir sind gerade in einem Gleiter. Ungefähr 200 Meter über dem Boden, der auch noch asphaltiert ist. Und wissen nicht, wie weit der Gleiter gleitet. Aber das gibt ein schönes Bild. Die Explosion da unten kommt immer gut. Ja, Milkies da draußen. Ich glaube, wir können ruhig noch die eine Mission mit dem Schiff machen. Und dann haben wir es mal wieder mit Farquaad für die Woche. 1400 Meter. Schaffst du das, Jason? Oder ich hoffe mal, dass er es schafft. Weil sonst wäre ein bisschen doof. Da unten sind schon wieder Feinde. Ja. Habe ich eigentlich Munition? Wahrscheinlich nicht. Im Übrigen glaube ich auch noch, dass dieser hellgraue Rauch, den wir jetzt in der Mitte des Bildschirms sehen, das sind die Vars-Leute, die irgendwie ein Lagerfeuer angezündet haben und jetzt das Lagerfeuerlied singen wollen. Zusammen. Im Kreis. Das L-A-G-E-F-I-U-R-Lied. Darum singt es denn nun schneller, denn es dann wird es zum Hit. Darum singt es dann noch. Darum singt es nun einfach nun mit. Dam, dam, dam. Das L-A-G-E-F-I-Lagerfeuerlied. Was ist das denn für eine abgefuckte Scheiße? Ohne Spaß, ey, das ist doch nicht mehr leger. Ey, was war das, ey? Ohne Spaß. Ich reg mich ja nicht auf oder so, aber... Ekelhaft. Steckt ja auch Haft drin, Alter. Steckt Haft drin. Ekelhaft. Zu geil. Göttlich. Kommt da schon wieder irgendein Vars-Auto an oder... Ist das nur subtile Einbildung? Lad mal nach, Jason. Wir haben zwei Schuss im Lauf. Zwei magische Schuss. Die sollten besser treffen, sonst ist es schlecht. Komme ich irgendwie runtergerutscht? Ja. Die haben echt irgendwie einen Waffenfetisch, dass die alle hier so rumballern müssen. Oh ne, ne? Ey, was für ein Abfuck. Abfuck. Du gehörst hier, Flachwichser! Bäm, Alter, ohne Spaß, ey. Wie geil, ich habe gerade zwei auf einmal fertig gemacht. Das ist doch mal nice, Alter, richtig nice. Plündern wir den Penner noch eben. Guckt euch diesen Blick an, guckt euch diesen Blick an. Zick der Lala, Alter. So, wir haben sogar ein schönes Vars-Auto mit einem, ich glaube sogar Geschütz dran. Und damit geht's erst richtig schön los. Aber erst müssen wir zur Medusa oder wie auch immer die heißt. Die Musik ist echt geil hier. Die Musik hier ist echt geil, die im Autoradio läuft. So ein kleiner Drift. Da 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 da. Wir haben auch noch so ein Bimbo-Püppchen, was hier gerade rumtanzt. Ach ja, so kann's laufen. Äh,
Was gibt's denn eigentlich so im Übrigen alles Neues so zu YouTube? Jetzt momentan ist ja auch der Evolution Arctix im Urlaub, laut einem Infovideo. Leider, ja, wird jetzt erstmal in der nächsten Zeit kein Feature mit ihm kommen, da er im Urlaub ist. Ich würde jetzt demnächst wieder gerne mal eins mit ihm machen. Aber, tja, geht halt nicht, ne? Ich glaube, jetzt verfolgen uns auch schon die ersten Piraten. Somalia-Piraten von South Park, Alter. Aber, egal. Hey, Somalia-Piraten sind wir. Nein, wir müssen irgendwie anders fahren. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Oder ich irgendwie. Umdrehen und dann geradeaus. Tut mir echt leid, Milchtrinker da draußen, dass ich euch das mal wieder antun muss. Ja, das habe ich irgendwie nicht so geil gemacht. Ja, super, jetzt verfolgt uns auch noch irgendein Bimbo. Ey, den überfahren wir, pass auf. Bam! Fast so geil wie mit einem Todespferd in Red Dead Redemption die Leute fertig zu machen. Aber jetzt ist unsere schöne Windschutzscheibe im Eimer. Was für ein Abfuck. Wollen wir uns erstmal den Weg angucken? Ich habe keinen Bock mehr, einen Zentimeter zu weit zu fahren. Zu fahren. Ach ja. Wo lang? Nochmal links. Also die Piraten hängt mal, wenn man im Automobil unterwegs ist, relativ schnell ab. Was auch gut so ist, denn die Piraten für Anfänger zumindest sind die ziemlich übel. Und wenn man auch schlechte Waffen hat, dann sind die auch nicht so einfach. Also mit so einer Pistole kriegt man die nicht so leicht fertig. Aber dann nachher sind die echt ein Kinderspiel. So wie wenn ein 11-jähriger Junge Minecraft spielt, so ungefähr. Komme ich irgendwie lang? Ja, ich glaube schon. Einfach geradeaus fahren und dann halb und dann links halten. Ich frage mich echt ernsthaft, wozu sind hier Fahrzeugpapiere drin, wenn hier eh nur Piraten und irgendwelche Kriegesstammeskämpfer unterwegs sind. Aber geht mich ja nichts an. Ich bin ja nur ein gewöhnlicher Let's Player. Oder ein kleiner gewöhnlicher Let's Player mit wenig Ahnung von Fahrzeugen. Ja. So, meine Freunde der Milch, wären wir schon mal da mit unserer AK-47. Oh ne, ne, das ist jetzt schon wieder so eine größere Mission. Ich glaube, nach der Mission, ja doch, höchstwahrscheinlich mache ich einen Cut. Ich schleiche mich noch ein bisschen an, damit ich den direkt in die Fresse ballern kann. Oh ne, ne, der schlägt auch natürlich noch Alarm. Ey, was für ein Kack. Okay, Jason, Zeit, diese Piraten zu erledigen. Hoffentlich kommen jetzt nicht direkt irgendwelche Penner angelatscht. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Wir haben die irgendwie alarmiert und nicht mit einem Stein abgelenkt. Deswegen. Aber üblich bei The Milky Let's Play. Ja, leise ist nicht meine Stärke. Aber so üblich bei The Milky Let's Play. Ja. Uncut. Kann ich irgendwie nach da? Okay, Jason. Beruhig dich, Pirat.
Oh ne, ne? Ey, das werden mindestens 20 Leute sein, an denen ich mich vorbeischleichen darf. Das sieht ziemlich nach einem Funker aus. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Kriegen wir den jetzt von hinten oder? Ja doch, den kriegen wir jetzt von hinten. Bäm. Lautloser Kill kommt immer gut. Was für ein Scheiß, Alter. Yay, wir haben jetzt einen Frequenzcode. Yay, wir haben jetzt einen Frequenzcode. Schwanz im Mund. Frequenzcode. Blablabach. Ekelhaft. Also ich finde jetzt so ein cooles Surfmesser wäre jetzt geil. Kriege ich aber natürlich nicht. Besser in Deckung bleiben, Similki. Ich glaube, das kommt nicht so gut an, wenn ich jetzt hier draußen im Dschungel irgendwelche Leute mit einer AK-47 umringe. Takedown von hinten ist schon ziemlich nice inszeniert in dem Spiel hier. Aber muss auch schon geübt sein, wenn man das gut machen will. Ich krieg's dann selbst noch nicht gut hin. So, komme ich jetzt irgendwie weiter oder? Ist das jetzt ein endlos Keller? Endlos Keller. Boah, ohne Flachs, ey. Hier sind überall irgendwelche scheiß Piraten, ey. Hey, nur anstrengend, ey. Wahrscheinlich, weil ich jetzt noch einen Funker umbringen darf, geht die ganze Scheiße hier weiter. Dreht er sich irgendwann mal um, oder? Hoffentlich kommt er nicht zurück. Ja doch, da hinten ist ein Somalia-Pirat, ich sollte besser in Deckung gehen. Ich glaube auch den Gag mit dem Somalia-Piraten, den sollte ich mal besser erstmal lassen, falls ihr keinen South Park gesehen habt. Alter, verpiech dich doch mal endlich, ey. Komm, Jason, das schaffst du. Alter, ist das knapp, ey. Ohne Spaß ist das knapp, ey. Alter, sowas Knappes, ey. Da braucht mich nur einer sehen und die ganze Mission ist für den Arsch. Richtiger Abfuck ist das. Ja, ich muss jetzt hier irgendwie weiter. Nützt nix. So. Scheiße. Das brennt wie Feuer, wenn ich das. Haha.
Also die Sprüche der Angestellten hier, die sind doch relativ humorös gehalten. Ja, ich muss den jetzt irgendwie kalt machen. Ohne, dass er mich sieht natürlich. Da wir ja hier bei Ubisoft ein Spiel erwarten, da wir ja hier bei Ubisoft nicht ein Spiel erwarten können ohne Schleichmission. Alter, nein, ey. Scheiß Rebellen, können die scheiß Insel behalten? Ah, ich mach den gleich von hinten fertig. Was für ein Drecksloch. Könntest du bitte jetzt nach zurückgehen? Ach, ist das heiß? Wittert der mich jetzt irgendwie oder? Nein, tut er nicht. Pass auf, den mache ich jetzt fertig. Bam, bam, bam. Direkt zwei fertig gemacht. So muss sein, Alter. So muss sein. Reicht das jetzt oder muss ich irgendwie noch 20.000 Funker umbringen? Aus einem unerfindlichen Grund, da das ja auch total einfach ist, das alles zu inszenieren. Alter, dagegen ballern, ey, dann geht's hier ab, ey. Nein, ich darf noch einen umbringen. Da das ja so einfach ist. Übrigens, das war Sarkasmus. Das klang nicht gut. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht irgendwie ein... Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier auf keinen treffe. Auch wenn ich mal wieder völlig frei in der Deckung rumlatsch. Tja. So ist das halt, ne? Ist hier einer? Nein. Alle, die Funker sind, heben jetzt mal bitte die Hand. Scheiße, das brennt wie Feuer, wenn ich... Gummi benutzt. Ja, Kinder, das sind die ersten Ratschläge für Safer Sex. Das brennt wie Feuer, wenn ich pisse. Langsam wird es langweilig. Also sowieso die Wachen in Far Cry 3, die sehen einen sowieso nicht, da denen das egal ist, wenn die sterben. Ich muss jetzt hier irgendwie entkommen, wenn es geht. Ich muss jetzt eben hier mal kurz einen Cut machen, tut mir leid. Tschüss und bis gleich. Sorry Milkies, ich musste gerade hier einen kurzen Cut machen. Jetzt zum Funkgerät.
Genau, da ich gerade noch etwas aufräumen durfte, wie üblich halt bei The Mickey Let's Play. Das ist eigentlich unüblich, aber ich mach mal auf normaler Mensch, da ich ja nicht normal bin. ja. Oh ne, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Tja. Ich glaube, am besten bin ich noch dran, wenn ich da die Kiste da hochgehe. Ich finde dich und dann ist das Letzte. Ich knall euch ab wie ihr, mein Freund. Das war nicht dein Freund, das war ein Pirat, Kamerad. Wenn wir mal rennen, das geht bestimmt besser als langsam. ich habe jetzt dreimal M hintereinander extra gesagt aus Langeweile. Muss auch mal. Also, die Piraten von Vars, die sind echt irre im Kopf. Die labern so viel Scheiße. Die labern mehr Scheiße in 10 Minuten als RTL in einer halben Stunde, ey. So. Interagieren. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Super, Ich bin soweit. Also, Jetzt oder nie. Ja, ich finde, das ist jetzt die Optimalsituation, in so einer Kajüte zu sitzen. Und höchstwahrscheinlich stürmen gleich irgendwelche Somalia-Piraten rein. Will ich mal mein Gewehr in Anschlag halten. Weil, ja doch. Die kommen hier auf jeden Fall gleich rein. Kann ich hier vielleicht irgendeine Kiste plündern oder so? Nein. Oh, ein Medikit. Wo sind die jetzt? Würdest du bitte stehen bleiben? Das würde dann wesentlich einfacher gehen. Die sind doch ganz schön zäh, die Piraten. Sind ja auch Somalia-Piraten. Meine Güte, ich darf das nicht mehr sagen. Nachher werde ich noch von Eric Cartman, Captain Fettbart, persönlich verklagt, ey. Yeah, Kopfschuss. Bäm, Alter, bäm. Die ganze Nacht. So, der geht natürlich auch schön frei ins Decken, offene. Der geht natürlich direkt ins offene Feuer. Alter, ey, lall nicht, ey. Und der stirbt nicht dabei, ey. Was für ein Abfuck, ey. Ich wäre da 15 Mal bei gestorben. Ich muss mal eben das Ladegerät holen, da mein Wireless-Controller nicht angeschlossen ist am Anschluss 1. Ja, Hallöchen und ja, ich hab's doch noch geschafft, einen zweiten Controller aufzutreiben, um dem vermeintlichen Problem direkt vorzubeugen. So, das sollte jetzt eigentlich reichen. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Jason. Boah, Alter, überlebt er das auch noch. Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Ja doch.
Eine Meth-Pfeife. Ja, warum nicht? Das merke ich mir für nachher. Naja, egal. Vielen Dank, dass du bis hier hingeguckt hast, Junge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du ein Feedback da lassen würdest, ob positiv oder negativ. Musst du für dich entscheiden. Aber dann bitte begründet. Das war's dann auch schon mit meinem kurzen Let's Play. Oder, was heißt kurz? Schon länger für andere Verhältnisse. Zu Far Cry 3. Ja doch, Sturm auf die Medusa. Oder auf die Titanic. Wie ihr es nimmt. Tschüss und bis bald.